Wie läuft's? Wie immer. Gehört der zu dir? Muss noch rüber. Hey, Hank! Wie geht's dir, Mann? Das. Hey, ich hab einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im Dritten. Der ist blitzschnell. Der Kauer kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. Ha. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Ich dachte, wir könnten jetzt durchgehen, was wir alles über Abweichler wissen. Nein, wir können jetzt überhaupt nichts durchgehen. Jetzt ist Mittagspause. Also, schalt auf Standby und lass mich in Ruhe, okay? Bitte sehr. Danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Siehst du? Ihr Essen enthält die 1,4-fache Menge Ihres täglichen Kalorienbedarfs und doppelt so viel Cholesterin. Das ist nicht gut für Sie. Irgendwann sterben wir alle mal. Dieser Pedro, da ging es um illegale Glücksspiele. Habe ich recht? Ja. Und Sie haben gewettet? Ja. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Ja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klickst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und du hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich konzentriere mich auf den Fall, Lieutenant. Der Rest geht mich nichts an. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen.
Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen.